Namaste und willkommen zu unserer elementaren Wassersequenz. Finde deine Füße etwas weiter als Hüftbreite entfernt, nimm gerne die Hände zum Herzen und erlaub dir erstmal fest zu verwurzeln und dich einzustimmen auf das Fließende, das Bewegte, was das Wasserelement uns bringt. Lass deine Hände sinken und beginn ganz langsam das Gewicht von Fuß zu verlagern. Einfach etwas Bewegung in deine Gelenke, in dein Becken, in deine Wirbelsäule. Erlaub dir einfach aus dieser Stabilität der Erde heraus in Flow zu kommen, in Bewegung zu kommen. Das Wasserelement hat seinen Sitz in deinem unteren Bauch und steht in Verbindung mit unserer Kreativität, mit unserer Sinnlichkeit, das Leben zu schmecken. Beinhaltet die Flexibilität und die unglaubliche Kraft des Wasserelements. Und wenn wir im Wasserelement praktizieren, dann erlauben wir uns, diese Qualitäten zu verkörpern und wirklich zu spüren in uns und mit jedem Atemzug. Erlaub dir, mit deinem Atem zu verbinden und wirklich ganz intuitiv, gerne auch mit geschlossenen Augen, dich auf diese simple, fließende, zirkuläre Bewegung einzulassen. Wir wissen auch, das Wasserelement steht in Verbindung mit unseren Emotionen, mit unserer Fähigkeit, Gefühle auszudrücken. Erlaub dir zu fließen, zu spüren und dich einzulassen auf diesen Free Flow, dich einlassen auf Veränderung, im Moment zu sein, wirklich im Hier und Jetzt. Zu spüren, was richtig ist, was sich gut anfühlt. Deine intuitiven Kräfte erwecken und wirklich mehr und mehr in das Wasserelement einzutauchen. Spür deinen Atem, spür den Fluss, spür die Bewegung und erlaub dir wirklich in das Gefühl von Genuss zu gehen und vielleicht die Arme auch etwas mitzunehmen, die Arme frei werden zu lassen, fließen zu lassen. Wo in dir hältst du Spannung? Wo in dir bist du sehr strukturiert, sehr fest? Und dann nimm die Füße weiter auseinander für die Hohe Malasana Goddess Pose. Die Füße drehen auswärts, heb die Arme über vorne nach oben und bade in dieser Energie. Das heißt, reinige, kläre, lass alles los, was du nicht brauchst. Mit jeder Einatmung heb die Arme und mit jeder Ausatmung über den Kopf, den Hals, Vorderseite, Seitkörper. Lass das Wasser über dich fließen. Reinigen und klären, wunderbare Qualitäten des Wassers. Und dann erlaub dir, ein Bein zu beugen. Und langsam von der Hohen Malasana, von Seite zu Seite zu fließen. Erlaub dir, Freiheit zu spüren in den Gelenken, im Oberkörper, in der Wirbelsäule. Du kannst dich im Fluss oder auch dynamisch, langsam, schnell, wie auch immer es kommt, bewegen. Vertrau dir, spür die Füße fest verwurzelt, während das Becken, der Oberkörper, dein Körper in die Freiheit geht. Bring jetzt die Hände nach vorne, dreh zur Vorderseite der Matte und dreh dich zur rechten Seite, zu deinem rechten Bein auf, in den gedrehten Low Lunge. Schaff Länge in der Wirbelsäule, Öffnung im Herzraum. Und dann langsam mit der Ausatmung dreh über die Seite nach links zu Skandhasana, linkes Bein gebeugt, rechtes Bein gestreckt, Po nicht tiefer als Kniehöhe und beide Füße fest und flach auf der Erde verwurzelt. Und dann gleite wieder nach vorne, dreh dich auf nach rechts, öffne und ausatmen, Skandhasana nach links, kannst die Arme und Hände tiefer nehmen, einatmen, öffne dich und dreh nach rechts. Und ausatmen, fließ in Skandhasana nach links. Einatmen, öffne und diesmal dreh den rechten
rechten Fuß 90 Grad nach außen. Schau, dass dein Knie über dem Fußgelenk ist. Rechter Arm entlang des Horizonts über den Kopf. Öffne, verlängere. Schaff wirklich Weite und Raum hier. Gib Kraft in die Erde, um zu öffnen. Und mit der Ausatmung lass das Becken und den Arm sinken. Einatmen entlang des Horizonts, wieder öffnen. Ausatmen, zurück. Und einatmen entlang des Horizonts, öffnen. Ausatmen, Hand zum Herzen, drehe nach links zu Skandasana. Lass dich sinken, spür deinen Atem, lass los und dreh dann zur Rückseite des Raums, zur Rückseite deiner Matte. Spür hier wieder die Verlängerung durch die rechte Ferse zurück, durch das linke Schienbein nach vorne und dreh dich diesmal nach links auf. Öffne deinen Herzraum, öffne deinen Brustkorb, atme aus, dreh nach rechts zu Skandasana, Füße und Knie zeigen in die gleiche Richtung. Einatmen, dreh wieder nach links, zum linken Bein, öffne den Herzraum und ausatmen, dreh nach rechts, Skandasana. Langsam, weich, fließend, intuitiv, öffne nach links, Drehta Low Lunge und ausatmen, Skandasana, Länge in der Wirbelsäule. Öffne den linken Fuß 90 Grad, Knie über Fußgelenk, Arm entlang des Körpers und öffne den Arm entlang des Horizonts über den Kopf. Ausatmen, Becken sinkt, Arm sinkt, einatmen, Kraft in die Erde, in Fuß und Hand, um zu öffnen. Ausatmen, wieder zurück. Einatmen, Kraft in die Erde, verlänger, fließ, öffne, lass los, noch einmal zurück und dann langsam öffnen, strahlen, werd weicher und fließ dann langsam wieder nach rechts zu Skandasana über das rechte gebeugte Bein und zurück zur Vorderseite deiner Matte. Shistasana, öffnen, ausatmen, Arm entlang des Körpers, einatmen, fließen und öffnen, ausatmen, Skandasana nach links, Skandasana nach rechts, mit deinem eigenen Atemfluss, vertraue deinem Atem, dreh nach links, Seitvashistasana, öffne über den Kopf, ausatmen, Arm zurück entlang des Körpers, einatmen, öffne, fließe und ausatmen, wieder Skandasana über das rechte gebeugte Bein, Skandasana über das linke gebeugte Bein, zurück nach vorne, Seitvashistasana zur rechten Seite, ausatmen, zurück. Einatmen, öffne dich. Ausatmen, Skandasana nach links, linkes Bein gebeugt. Rechtes Bein gebeugt, Skandasana. Rückseite des Raums, Seitvashistasana. Verlängere den Arm über den Kopf. Ausatmen entlang des Körpers. Einatmen, werd weicher, fließender. Ausatmen, Skandasana nach rechts, nach links und dann setz die Füße parallel für Prasarita, Padottanasana, zieh dich lang, streck dich lang und lass das Herz schmelzen, lauf gerne die Hände nach vorne, sodass du ganz lang wirst, aus dem Becken nach vorne, lass auch hier die Wirbelsäule frei, lass die Wirbelsäule tanzen und bewegen, lass den Kopf los. Lass dich ein auf den Flow, auf die Bewegung. Halte nichts zurück. In Bewegung wird uns bewusst, wo wir halten, wo wir verspannt sind, wo wir nicht loslassen können. Erlaub dir, alles wahrzunehmen und immer wieder in diese pulsierenden, schwingenden Wasserbewegungen zu kommen.
Komm langsam zurück nach vorne. Dreh zurück über das rechte gebeugte Bein nach vorne. Nimm den rechten Fuß zurück in die Brettposition. Schultern über den Handgelenken. Und dreh jetzt nur das Becken von Seite zu Seite. Also kipp das Becken und die Füße. Und dann nimm den Arm mit dazu, wenn du auf der rechten Hand stehst. Öffne über den Kopf. Komm zurück zur Mitte. Die bewegte Plank zu Vashistasana. Gib wieder die Füße, rechter Arm über den Kopf. Und dann zieh dich zurück in die Hundposition mit tief gebeugten Beinen und finde hier ekstatische Wellenbewegungen. Lass das Wasser fließen in deiner Wirbelsäule, in deinem Becken, in deinen Beinen, in deinem Bauch, in deinem Kopf. Wo darf ich noch etwas mehr loslassen? Wo darf ich Spannung auflösen, abgeben, vertrauen? Alles fühlen, was zu fühlen es gibt. Genieße diese fließenden Bewegungen, die alles auflösen, was hart und stagniert ist. Und dann langsam mit der nächsten Einatmung hebt dein rechtes Bein, öffne die Hüfte, beugt das obere Bein. Und mit der Ausatmung nimm das Knie zum Nabel, rechtes Bein nach links. Vashistasana, öffne den linken Arm über den Kopf, dreh Bauch und Herzraum auf, komm zurück mit der linken Hand zur Erde, lass dein Bein nach links verlängert, rechtes Bein kommt wieder zurück nach oben, während das linke Knie zur Erde kommt für Adha Dhanurasana auf allen Vieren oder wenn du magst, heb das Knie für Scorpio in Down Dog. Kopf und Fuß bewegen sich zueinander. Du bist zwischen Hund und Brett und bringst dann dein rechtes Bein zum linken und lässt dich in einem Stück sinken, um dann in Sahasra Bhujangasana zu fließen. Schultern befreien sich. Der Oberkörper wird frei, während die Füße und Beine fest verwurzelt und verankert in die Erde bleiben. Erlaub dir, frei zu werden. Verwurzel, öffne in nach oben gerichteten Hund oder Kobra und mit der Ausatmung schieb dich kraftvoll zurück in die fließende Variante von Adho Mukha Svanasana Shakti Dog, Adho Moksha Svanasana, der befreite Hund. Atme ein, heb dein linkes gestrecktes Bein, dann beug das Bein, öffne die Hüfte. Ausatmung, linkes Knie zum Nabel, linkes Bein gestreckt nach rechts. Parsva Vashistasana, rechter Arm über den Kopf wieder öffnen, Bauch, Herzraum. Spür die Weite. Ausatmen, rechte Hand zurück zur Erde, dreh auf den hinteren Fuß, Ballen, Ferse verlängert zurück. Finde Stabilität in deiner Körpermitte. Und dann nimm langsam das linke Bein zurück, entweder rechtes Knie zur Erde oder komm wieder in Scorpion Down Dog, Kopf und Fuß zueinander, zwischen Hund- und Brettposition, ausatmen, Oberschenkel parallel, komm in einem Stück zur Erde und wenn die Füße die Erde berühren, werd wieder frei, fließe, lass die Schultern frei werden, lass alles, was da sitzt an Spannung und Stress, sich lösen, sich befreien. Das Wasserelement hat so einen klärenden, reinigenden, befreienden Effekt. Zelebriere es, genieße es. Lass wirklich das Wasser über und um dich herum und in dir fließen. Genau, werd ganz frei und dann verwurzel wieder. Öffne dich mit der nächsten Einatmung in nach oben gerichteten Hund und atme aus. Adho Mukha Svanasana, wird wieder frei. Ein Bein beugt, ein Bein streckt. Fließen, bewegen. Kreisförmig, zirkulär. Wild und frei. Der Atem führt, die Bewegung folgt dem Atem. Der Atem wird freier und fließender. Erlaub dir zu spüren, wo du freier und fließender in dir wirst und was du hier loslassen und klären kannst. Nimm die
Sitz in Vajrasana. Richte deine Wirbelsäule auf, heb die Arme wieder über vorne nach oben, als ob du Wasser aus einem heiligen Gewässer, Fluss oder See schöpfst. Bade darin, klär und reinige alles, was bereit ist zu gehen, was sich gelöst hat in diesem kleinen gemeinsamen Flow. Alles, was ich ein bisschen öffnen und befreien durfte, gib alles ab über diese kleine Selbstreinigung mit dem Wasserelement, was du nicht mehr brauchst. Genieß jede Bewegung hier. Genieß den Fluss. Genieß das Reinigen. Genieß diesen langsamen Rhythmus. Bewegt ist, was in dir fließt, und dann langsam finde gerne eine bequeme Sitzposition gekreuzt, lauf die Hände nach vorne und auch hier wieder gerne mit geschlossenen Augen, lass wieder die Wirbelsäule frei werden. Lauf die Hände nach rechts, atme tief in die linke Seite, lass den linken Sitzknochen verwurzeln, lass den Kopf los. Lass die Lippen entspannen, während du langsam wieder zurückläufst zur zweiten Seite. Und auch hier wieder, lass den Kopf los, lass alles los, schwer werden. Und spür diese kleine innere Welle. Komm über die Mitte zurück zum Sitzen. Wechsel die Beine, lauf wieder nach vorne. Finde hier deinen Flow. Wirbelsäule kreist, pulsiert, schwingt, der Kopf lässt los. Die Lippen entspannen, ganz wichtig, wenn wir ins Wasserelement gehen, dass die Lippen und der Mund entspannt ist. Lauf die Hände nach rechts, lass wieder ein wenig los, lass den Kopf los. Atme tief in den Nierenbereich, dein Becken, die Rückseite des Körpers, die linke Seite. Und dann lauf wieder zurück. Zur zweiten Seite, lass den Kopf los, atme in die rechte Seite. Lauf zurück zur Mitte, roll Wirbel für Wirbel zurück nach oben, heb die Arme über vorne nach oben und ausatmen, kläre, reinige. Nimm die Hände auf den unteren Bauch für Yoni Mudra, Daumen zum Nabel, dann die Hände zur Stirn, zum Herzen, nochmal zum unteren Bauch, Stirn. Was darfst du mitnehmen aus dieser Praxis, aus diesem Fluss? Wie kannst du das, was du gerade praktiziert hast, in deinen Alltag, in deinen Tag, in jeden Moment, in die Pausen integrieren, sodass es eine gelebte Wasserelementpraxis ist, die du wirklich jeden Moment erinnerst und anwendest, wenn du merkst, dass du zu sehr im Kopf oder in der Struktur bist, wenn du merkst, dass du ein bisschen mehr Fluss und Freiheit und Vertrauen brauchst und Verbindung zu deinen Gefühlen und Instinkten. Erlaub dir wirklich, dich bei dir zu bedanken. Ich bedanke mich bei dir, bring gerne die Hände nochmal zum Herzen, hab einen wunderschönen Tag. Und erlaub dir zu fließen. Namaste.